Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder zuschaut. Ihr dürft uns einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns wirklich einen Daumen nach oben geben. Wiedersehen! Hi meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich hatte Ende Juli Geburtstag und habe ein paar Geschenke bekommen und dachte mir, es würde euch freuen, wenn ich euch zeige, was ich bekommen habe. Es sind Geschenke von meiner Mama und von meiner besten Freundin und von meiner Stiefmama. Fangen wir an mit den Geschenken meiner Mama. Eigentlich sollte sie mir gar nichts mehr schenken, weil sie mir ja so viel geholfen hat, zwecks Auto etc. Aber trotzdem, wie Mamas halt so sind, habe ich noch was bekommen. Und zwar zum einen Socken. Eigentlich ist das ja so ein Männerding, aber ja. Und dann habe ich einen Kaffeebecher von ihr bekommen, also dieser Haul, Geburtstagsgeschenke-Haul, ist sehr lastig auf eine Sache. Ich glaube, ihr werdet auch sehen, was. Ich habe einen Kaffeebecher bekommen. Mein Name ist Horn, ein Horn. Und da werde ich morgen das erste Mal meinen Kaffee mit auf die Arbeit nehmen. Dann habe ich bekommen eine Tasse. Wie sollte es auch anders sein? Ja, also ich musste gerade mal stoppen, weil der E-Mail gerufen hat. Also, wie man sieht, eine Einhorntasse. Und da steht, du bist einfach wunderbar. Ich kann sie auch mal rausholen. Ist auch dieses kleine Einhorn drauf. Drin sind noch ein paar Sternchen. Ja, die habe ich auch von meiner Mama bekommen. Dann habe ich Believe in Your Dreams Servietten bekommen. Mit einem Einhorn. Kekse in einer Einhorndose. Gut, dass die lange haltbar sind, da muss ich jetzt nicht öffnen. Aber die Dose ist schon süß. Ich glaube, die wird einen schönen Platz auf meinem Schreibtisch finden. Dann habe ich natürlich, wie es sich gehört, Einhornsocken bekommen. Zum einen ist dort einmal so das Einhorn drauf. Im schwarzen Socken. Auf dem blauen ist keins drauf oder doch hier oben, aber das sieht man jetzt nicht. Und einmal nochmal hier. Da. Ja, und weiter geht's. Dann habe ich ein Prosecco bekommen. Wie gut, dass ich eigentlich keinen Alkohol trinke. Vor allen Dingen hat der 10%. Wenn ich den trinke, bin ich gleich blau. Und der ist pfandfrei. Das ist typisch meiner Mama. Ich habe ein Bluetooth-Headset bekommen. Da muss ich mich noch reinfummeln. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Muss ich mir mal durchlesen. Dann habe ich Einhorn-Taschentücher bekommen. Da wäre ja mal interessant zu wissen, ob auch die Taschentücher damit bedruckt sind. Meistens ist es ja leider nur die Verpackung. Ja, wir schauen mal. Nee, das wird auch nur die Verpackung. Die Verpackung! Die Verpackung, ja, ist nur die Verpackung. Also da ist nichts drauf. Ich habe mir letztens im 1-Euro-Laden Taschentücher geholt mit Einhörnern und die sind auch auf den Taschentüchern drauf. Dann habe ich Badesalz bekommen. Believe in Unicorn. Das ist eigentlich viel zu schade, den zu benutzen. Ich muss mal gucken, wie ich das im Bad in Szene setze. Eine Schokolade und das Beste, Pummel-Einhorn-Bettwäsche. Da steht Eat, Sleep, Repeat, also Essen, Schlafen, nochmal. Und ja, die werde ich demnächst mal waschen und dann wird wohl in Pummel-Einhorn-Bettwäsche geschlafen. Und ich habe Einhorn-Hausschuhe bekommen, aber die stehen an der Terrassentür, weil sie leicht nass sind. Kann ich euch jetzt gerade nicht zeigen. Das alles habe ich von meiner Mama bekommen. Und dann geht es weiter mit den Geschenken meiner besten Freundin, die ich super verrückt finde, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe und ich gar nicht weiß, wie ich sowas noch toppen soll. Aber sie kommt bald her und wir werden uns einen schönen Mädelsabend machen. Ich habe bekommen Einhornwölkchen. Das sind so Mini-Marshmallows. Viel zu schade zum Essen. Also ich glaube nicht, dass ich das jemals aufmache. Also viel, viel zu schade. Dann habe ich bekommen, also das war so alles ineinander in einer Tasse, Wunschperlenbonbons. Ich glaube, die muss ich aber essen, weil die kleben schon so zusammen.
Wobei die viel zu schade sind, so schön bunt wie die sind. Aber ich glaube, man muss sie essen, ob man will oder nicht. Man muss es. Ich gucke gerade. Naja, und Wünsche sind ja da. Also sollte ich sie vielleicht essen. Dort drinne befindet sich noch mehr in dieser Tasse. Und zwar Einhorn Lunas Erdbeertraumlade. Ich traue mich, die gar nicht zu essen. Dann ist das Glas leer und dann ist sie nicht mehr schön. Aber ist die nicht cool? Einhornmarmelade. Und auch eine Einhorntasse. Finde ich auch ganz süß. So, dann habe ich bekommen von ihr ein Holzschild. Da steht drauf, manchmal hilft nur Feenstaub und Glitzer. Und das stimmt, manchmal hilft nur Feenstaub und Glitzer. Dann hat sie mir was Uneinhornmäßiges geschenkt. Und zwar Lovely Porridge, ein herzallerliebstes Himbeerporridge. Ich weiß gar nicht, wo sie das her hat, aber das kenne ich überhaupt nicht. Und ich bin schon ganz gespannt, das kosten zu können. Und ich habe jetzt so lange gebraucht, bis ich dieses Video gedreht habe. Und es stand immer da und ich wollte schon eigentlich unbedingt mal essen. Und jetzt endlich kann ich es dann essen, da ich dieses Video gedreht habe. Dann hat sie mir hier so eine coole Palme geschenkt mit so Bonbons drin. Ein Döschen mit Uppis. Was ich auch ganz, ganz cool finde, ich habe magisches Einhornfutter bekommen. Auszug aus Einhornpedia. Einhörner ernähren sich von Liebe, Glück und Niedlichkeit. Das ist manchmal schwer zu finden. Hilf mit Pflanzen magisches Einhornfutter. Und dann ist hier hinten das so drauf beschrieben. Pflanze dein Liebesfutter ein und stecke die magischen Einhornkarte dahinter. Stell das Liebesfutter an einem sonnigen Platz, damit Einhörner es gut wittern können. Vergiss nicht, es regelmäßig mit Regenbogentröpfchen oder Wasser zu gießen. Bald fängt dein Futter an zu wachsen und mit etwas Glück kannst du Einhörner beim Mampfen beobachten. Ich bin sehr gespannt, was da wachsen soll. Also ich werde es auf jeden Fall einpflanzen, aber ach, eigentlich ist es zu schön. Dann hat sie mir Johannisbeer-Joghurt-Crunchy geschenkt, also auch Müsli. You are magical. Ich kann mich so richtig besaufen, Leute. Vielleicht trinke ich beide hintereinander, erst das und dann den anderen und dann singe ich Einhornlieder. Und dann hat sie, sie weiß auch, dass ich sehr gerne bade, mir drei Dresdner Essence-Badezusätze geschenkt. Und zwar, du bist einfach großartig, du bist einfach zauberhaft und du bist einfach wunderbar. Sie hat mir eine ganz, ganz tolle Karte geschrieben. Die werde ich natürlich nicht vorlesen, weil ich finde einfach, das ist sehr privat und ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich kriege doch jetzt, seitdem ich ein Kind habe, so schnell Pippi in die Augen. Und dann hat sie mir eine Tasche geschenkt, wo Lieblingssachen draufstehen. Und da hat sie mir Kosmetik reingepackt. Und zwar zum einen hat sie mir ein Manhattan No End Intense Black Mascara reingepackt. Ich liebe ja Mascara. Gucken. Meistens hat sie einen guten Geschmack, was Mascara und alles angeht. Ja, der macht schöne Wimpern. Schaut mal, wie lang die aussehen. Cool. Für meine Elefantenwimpern, würde sie jetzt sagen, weil sie findet immer, ich habe Elefantenwimpern. Dann hat sie mir ein Lipgloss reingepackt. Und den werden wir jetzt auch gleich live testen, denn der ist quietschrosa. Wir wagen uns das jetzt einfach mal. Krass. Schauen wir mal. I'm a Barbie Girl. Aber irgendwie. Oh, der schmeckt und riecht lecker. Mit Hochglanzfinish und cremiger Textur für ein geschmeidigen Lippengefühl, hochdeckend und nicht klebrig. Zwar so ein bisschen Barbie Girl-like, aber eigentlich so schlecht. Wenn jetzt noch die Haare aufmacht. Soll ich mal die Haare aufmachen?
Au. Jetzt hat sich mein Haargummi in meinen Haaren verfangen. Das richtige Make-up dazu. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich sag ja, die Frau hat Geschmack. Dann hat sie mir noch ein Catrice Kajal reingepackt. Kann ich auch sehr gut gebrauchen, weil meiner jetzt alle ist, den ich habe. Und zum Schluss hat sie mir noch, was ich auch ganz toll finde, Blush reingepackt von Essence. Schaut mal. Play It Pink. Die Farben finde ich auch echt toll. Soll ich die jetzt mal, wie nannte man das? Swatchen? Also einmal, das ist der hier. Dieser. Die Farbe finde ich echt schön, die ist so ganz zart. Seht ihr das? Dann nehmen wir den mal in der Mitte. Der schaut so aus. Ist auch schön. Und jetzt kommen wir zum letzten. Oh, das ist der kräftigste. Das ist der hier. Also am kräftigsten ist der, ja, aber der ist trotzdem kräftig. Also die beiden finde ich ganz, ganz toll und der ist krass, aber sind alle schön. Ich mag ja Essence-Produkte echt gerne. Ja, das waren alles die Sachen meiner besten Freundin. Und ich finde diese Tasche so schön. So schön. Und dann kommen wir noch zu den Sachen, die mir meine Stiefmutter geschenkt hat. Wie sollte es anders sein? Eine Tasse, eine Einhorntasse habe ich dort bekommen. Und drei Badezusätze, eine Portion Glück, Pfirsich-Vanille von TTZ. Dann alles wird gut. Das mag ich total gerne, dieses Vanille-Macadamia. Da drin bade ich sehr, sehr gerne. Und einen neuen TT-Sep-Schaum, und zwar Traumstunden. Mit Acai-Beeren und Brombeerenduft. Bin ich sehr gespannt. Und dann war noch ein bisschen Geld dabei. Ja, das waren meine Geschenke. Und wie man sieht, ein bisschen einhornlastig. Aber ich habe mich super gefreut, weil es kam einfach von Herzen. Und ich muss meine Haare wieder zumachen. Ich finde, die sehen heute furchtbar aus. Ich muss gleich duschen gehen. Ja, aber ich fand sie trotzdem alle toll, gerade die Kiste von meiner besten Freundin, wo es drin ist. Die möchte ich mir noch an der Wand anschrauben. Und ja, das waren meine Geburtstagsgeschenke. Jetzt bin ich schon 32 und alt. Alt und schrumpelig und ja, nein, Spaß beiseite. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Es ist schon wieder 13 Minuten lang. Und dennoch wollte ich euch gerne die Geschenke zeigen. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was euch am besten gefallen hat, wenn ihr auf Einhörner steht. Und ansonsten sehen wir uns ganz, ganz bald in einem neuen Video wieder, denke ich mal. Danke fürs Zusehen. Abonniert mich gerne, Daumen nach oben mag ich auch. Und ansonsten bis bald, ihr Lieben. Tschüss!